Von wegen. Heißer Montag. Heute ist arschkalt. Der kälteste heiße Januartag seit 125.000 Jahren. Moment. Reichsbauern, Querpflüger, Traktorterroristen legen doch heute Land lahm. Den Habeck? Den haben sie doch am Donnerstag nicht von der Fähre gelassen. Die Staatsmedien haben ja versucht, einen Reichstagssturm im Wasserglas draus zu machen. Angriff auf Habeck, Versuch, die Fähre zu stürmen. Naja, obwohl die Videos beweisen, dass alles gewaltlos war. Und die Fähre, die hat ja schon abgelegt. Sie hätten ranschwimmen müssen, um sie zu stürmen. Das ZDF hat leider noch einen Politikwissenschaftler und Protestforscher befragt. Dr. Saldivia Gonzazzi. Klingt ohne so richtig deutsch. Vielleicht ein Bayer. Also der hat gesagt, man kennt eigentlich Gewaltbereitschaft bei Bauernprotesten nicht unbedingt, aber seit Anfang der Pandemie herrscht ein Klima in Deutschland, was dazu geführt hat, dass es erstens weniger politische Vertrauen in die Bundesregierung und in den Bundestag gibt. Ja, ja, das gruselige Schrei um die Demokratie, die in Gefahr ist. Seit wann? Klein nochmal, hä? Aber seit Anfang der Pandemie herrscht ein Klima in Deutschland. Seit Anfang der Pandemie? Und war hat die Pandemie angefangen? Die Maßnahmen eingeleitet? Das Volk eingesperrt, gespalten? War hat gesagt, das darf nie hinterfragt werden. War hat denn gepredigt, dass es nie wieder so sein wird wie früher? Es herrscht eine neue Normalität, hä? Und die Regierenden haben über 4 Jahre Druck im Kessel aufgebaut und nur wundern sie sich, wenn ihnen das Ding um die Ohren fliegt. Ja, da habt ihr eure neue Normalität. Aber diesmal geht sie vom Volke aus. Habt ihr euch selber eingebrockt. Also Horst, jetzt musst du erst mal dich öffentlich entschuldigen. Du hattest doch hier ZDF heute zitiert und einfach gekürzt und einen Sinn entstellt. Kommt der Schmau Hubschrauber. So was. Wo fliegt er? Nun los, sag mal. Was hast du denn zitiert lassen? Mit der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland ist auf dem tiefsten Stand seit 70 Jahren. Eine Studie der Denkfabrik Agora Energiewende sieht ihn 2023 gegenüber dem Vorjahr um fast 10% niedriger. Was hast du weggelassen? Was? Keine Ahnung. Den Grund... Grund sei weniger Kohlestrom und etwas, was man sich ja eher nicht wünscht, die Wirtschaftsflaute nämlich. Aber wir sind auf einem guten Weg. Aufgrund der Wirtschaftsflaute hat Deutschland ein Treibhausniveau von 1950. Aber wir sind auf einem guten Weg. So wurde es gesagt. Da muss die Wirtschaft vielleicht auch auf ein Niveau von 1950 gefahren werden. Da liegt also der Hund begraben. Nein, 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 das soll man gar nicht mehr sagen. Das ist Speziesismus. Was für Ismus? Speziesismus. Das stand einer sächsischen Zeitung. Der begrabene Hund ist in so gut wie jeder Hinsicht mit Rassismus und Sexismus vergleichbar. Nur seien die Opfer der Diskriminierung halt Tiere statt Menschen. Sagt der Ökolinguist Reinhard Heuberger von der Universität Innsbruck. Da wird doch der Hund einer Pfanne verrückt. Du verletzt die Gefühle des Hundes. Das ist doch eine althaargebrachte Redewendung, Donnerwetter nochmal. Ja, aber auch das kann diskriminierend sein. Dazu gehört auch Hühnchenrupfen oder 2 Fliegen mit einer Klappe schleuen. Findet die Tierschutzorganisation PETA. Das sei diskriminierend gegenüber den Tieren. Sie schlägt du Alternativen vor, statt Hühnchenrupfen, Weinblätterrollen, statt Fliegenschleuen, besser 2 Erbsen auf eine Gabel laden. Darf man am Ende ohne mehr Bärböcken sein, um die Gefühle der Bären und der Böcke nicht zu verletzen? Ja, die Organisation hat vor 2 Jahren Alternativen für 10 Redewendungen entwickelt. Statt die Katze aus dem Sack lassen, soll man sagen, der vegane Kalzone aufschneiden. Und das arme Katzenviech muss im Sacke bleiben. Das seien wir ja schöne Tierschützer. Wie affig ist das denn? Affig soll man ohne mich sein. Und Hundeelend und Rumkrebsen, Rabeneltern, dumme Ganseselei, das sind Tiervergleiche
für negative Charakterisierung der Menschen. Das geht nicht. Und wenn's irgendwann eine riesengroße Sauerei gibt, vergiss es, die Gefühle der Sau sollst du ohne verletzen. Vielleicht sorgen wir dann einfach eine riesengroße Scholzerei. Also, wenn ich das höre, wird mir Habecks elend. Du guckst wie ein grüner als Uhrwerk. Und Lindner lässt das Mausen nicht. Der Ampel im Porzellanladen fällt mir da ein. Oder Bern vor der SPD schmeißen, das wären meine Redewendungen. Ist die CDU aus dem Haus, tanzen die Grünen auf dem Tisch rum. Und rennen wie vor der Tarantel gestochen. Nein! Stopp! Keine Spinnendiskriminierung und rennen wie von Lauterbach gestochen. Aber jetzt will ich heim, ich hab einen Rekordenhunger. Du Scholz im Schafspelz. Schafspelz ist auch tabu. Scholz in Gummistiefeln. In diesem Sinne, macht's gut.